Ja, hallo Stefan, ich begrüße dich. Schön, dass du vor dem Training nochmal Zeit hast. Während die anderen ja in der Kabine sind, reden wir mal schnell über Schweinfurt. Freitag ist soweit. Wie sind deine Erinnerungen an letztes Jahr Schweinfurt? Ja, die sind natürlich hervorragend. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich ja da was Unmögliches geschafft habe, was ich in meiner Karriere noch nie geschafft habe. Und deswegen, Schweinfurt geht immer runter bei mir wie Butter. Ja, dann reden wir doch mal über Fakten. Das waren 15 Minuten, 3 Tore. Erwartest du oder erhoffst du dir, dass du am Freitag sowas wieder schaffst? Ja, natürlich. Also, ich habe mir gedacht, diesmal spiele ich die ersten 15 Minuten, schieße 3 Tore, dann muss halt die Mannschaft gut verteidigen. Aber sonst, ich gehe eigentlich schon wieder davon aus, ja. Wir haben ja einige Verletzte, jetzt mal realistisch gesprochen. Was meinst du, geht wirklich Freitag? Ja, Schweinfurt ist ein schwerer Gegner. Wir wissen ganz genau, wie stark sie sind. Und wir haben zwar gegen Schweinfurt noch nie verloren, was ich gehört habe, aber wir wissen auch, wie stark sie sind. Sie haben gute Offensive, große Offensive und wir fangen beide bei Null an, würde ich sagen, oder? Und wir haben noch einen Bonus, weil auswärts klappt es ja wunderbar die Saison bisher. Das stimmt, ja. Wir haben bis jetzt nur ein Spiel auswärts verloren. Um 0:30 oder um 1, glaube ich, fährt der Bus los. Die Fahrt ist ja doch immer recht lange. Wie verkraftet ihr das als Spieler, die ganze Zeit eigentlich ruhig da zu sitzen und dann erst nach, sage ich mal, 5 Stunden oder je nachdem, wie lange die Fahrt dauert, auszusteigen? Ja, verkraften. Wir haben ja unsere Spielchen dabei, wo wir spielen können und alles Mögliche. Die Zeit vergeht dann schon. Wir ratschen viel, haben viel zu erzählen. Ich zumindest habe immer viel zu erzählen. Das passt dann schon. Also die Zeit vergeht normalerweise schon schnell. Und für den Rückfahrt, egal wie es ausgeht, habt ihr auch schon ein bisschen was vorgesorgt? Ja, bis auf das, dass es wahrscheinlich dann 3:1 wieder ausgeht, sollte es dann schon passen. Nein, wir haben immer vorgesorgt, das passt schon. Egal wie, wir sind eine Mannschaft und entweder wir feiern zusammen oder wir genießen halt den Abend dann zusammen. Sollte es schief gehen, wovon ich nicht ausgehe und hoffe. Ja, dann hoffen wir doch, dass es nicht so der Fall ist, sondern dass ihr dann wieder den Bus, sage ich mal, abreißen könnt auf gut Deutsch. Wir werden nächste Woche drüber sprechen. Ich sage dir danke, viel Spaß beim Training und euch noch einen schönen Abend.